ist ein Hänger, der Walliser Podcast für auch. Jede Woche mit einem Gast aus der Region. Moderiert vom Godi Supersaxo zu Themen wie Kultur, Gastronomie, Tourismus, Umwelt und Soziales. Ist ein Hänger, der Walliser Podcast. Piep, piep. Mach ein piep, piep. Ja, herzlich willkommen hier bei «Ich am Podcast», «Ich am Hänger», der Walliser Podcast, präsentiert von Radio Supersaxo. Heute mein Gast Claudia Alpiger, SP-Präsidentin Oberwallis. Ich danke dir, dass du Zeit gefunden hast, hier dabei zu sein. Ja, merci für die Einladung. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Viele Fragen. Jetzt so kurz vor dem 22. Oktober, vor dem Wahltag. Wie geht es dir also im Wahlkampf? Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor ein paar Tagen bin ich gerade körperlich ein bisschen kaputt gewesen, aber jetzt bin ich wieder auf dem Damm und bin ready für die letzten 2 Wochen. Genau. Aber es ist gerade viel gelaufen und jetzt hoffe ich, dass nicht mehr gerade so viel kommt. Also schultechnisch sagt man, ja, jetzt du bist kurz vor der Prüfung und da noch gross etwas lernen, bringt nicht viel, sagen, hat schon immer so gesagt, ja. Oder? Wie ist dein Gefühl? Kannst du kurzfristig noch etwas reissen oder ist die Sache erledigt? Ich glaube, man kann bis zum letzten Tag noch einzelne Personen davon überzeugen, gleich zu wählen. Ich glaube, die Leute, die wissen, ich wähle die und die, die haben schon lange gewählt. Okay. Aber ich glaube, die sagen, nein, ich kann nicht wählen oder weil sie es noch vergessen haben, die kann man jetzt schon immer noch davon überzeugen, zu wählen und auch mich zu wählen oder die SP zu wählen. Ich denke, da kann man wirklich bis zum letzten Tag noch aktiv sein. Super, jetzt gehen wir aber mal voran. Weil wir müssen hier schauen, dass wir uns nicht verzetteln. Das ist eine recht komplexe Sache heute. Du hast angefangen studiert als Doktorat in der Politikwissenschaft an der Uni Bern. Genau. Da hast du ein Dings gemacht, Dissertationsarbeit im Auftrag von der Bundesamt für Energie. Und da ist darum gegangen, langfristige Sicherung von Lager von radioaktiven Abfällen aus Kernkraftwerken, Medizin, Industrie. Das klingt ja mega spannend. Du hast das gut recherchiert. Ja. Für alle, die sagen, und ich sage nur die ganze Zeit, der Hinschen am Spazieren. Gell? Also ich muss viel noch konkretisieren. Ich habe natürlich nicht den Standort gesucht für die radioaktiven Abfälle, sondern weil ich ja Politikwissenschaft studiert habe, habe ich vor allem geschaut, wie die betroffene Bevölkerung in den ganzen Prozess mit einbezogen wird. Weil es geht darum, wir müssen einen Ort finden, wo man die radioaktiven Abfälle langfristig lagern kann. Und der Ort wird irgendwo im Aargau, Zürich, Räume sein. Und da hat man einfach früher schon die betroffenen Gemeinden, die betroffene Bevölkerung mit einbezogen, mit sogenannten Regionalkonferenzen. Und das habe ich dann da wie so ein bisschen begleitet und evaluiert und euch Tipps gegeben, wie man die Leute vielleicht noch besser könnte mit einbeziehen. Weil Mitwirkung ist ja nicht einfach nur das Informieren, sondern vielleicht auch Ideen geben oder so. Aber einfach wichtig ist euch, dass informiert werden, transparent informiert werden in dem ganzen Prozess. Okay. Weil schlussendlich ist da irgendeine Gemeinde, die Standortgemeinde, die unter ihnen im Boden, muss man sich das vorstellen, 1000 oder 700 Meter Tiefe, sollen die radioaktiven Abfälle nachher gelagert werden. Genau, aber ich habe das aber nicht geologisch oder so begleitet. Da bin ich auch zu wenig geübt in der Hinsicht. Ja. Und das ist ja ziemlich, also wenn du jetzt hier zu Bären bist, da bist du fast 5, 6, 7 Jahre. Das war eine lange Zeit, oder? Also doktoriert habe ich circa 4, 5 Jahre, aber nachher vorher habe ich auch den Bachelor und den Master gemacht. Bin in Zürich noch der Bachelor. Mhm. Also mein Studium ist schon etwa 10, 11 Jahre gegangen. Ja. Aber was ich sagen kann, ich bin praktisch jedes Wochenende zurückgekommen. Sicher? Also, sehr. Ja. Okay. Also ich bin wirklich im Wochen durch Tags, am Freitag auf den Zug und am Sonntag wieder raus. Geplant, das ist noch ein schönes Wort. Ja, genau. Vereinskommen, da können wir später dazu. Sonst der Verzettelen, wer ist da hier? Nein, das geht gar nicht. Jetzt so, gehen wir zuerst das
50%, also wie gesagt, abgestellt bist du hier im Amt für Migration. Nein, Forum Migration. Forum für Migration. Ich habe es richtig aufgeschrieben, ja. Ja, aber ich kann das nicht mehr. Aber ich muss sagen, viele Leute meinen wirklich, ich sage jetzt Amt für Migration und leiten mir an wegen irgendeinem Permi, wegen einem Pass oder so. Da muss ich aber immer sagen, leider nein, wir sind ein Verein, Forum Migration Oberwallis, wo auch nicht der Pass einstellen. Okay, da hast du noch viel Telefon. Ja, es gibt viele, die nennen halt ein paar Migration Wallis googeln und dann kommt halt das Forum Migration aber Wallis. Jetzt so eine Frage für, von mir höchst persönlich. Du, wenn ist der Migrant und der Asylant, also der Unterschied? Also jetzt, du machst ja nur Migrant, oder? Und ein anderes Amt macht der Asylant, hast du mir vorher gesagt, gell? Also es ist ja so, dass im Kanton ist die Behandlung von Asylsuchenden beim anderen Departement als die Behandlung von Migrantinnen oder einfach Menschen mit Migrationshintergrund, die im Wallis leben. Das ist wieder der Unterschied. Und hier jetzt Forum Migration Oberwallis schaut einfach oder hat verschiedene Integrationsprojekte für die Leute, die eben halt auch längerfristig hier im Wallis planen zu bleiben. So bieten wir zum Beispiel Deutschkurse an, wir die auch eine juristische Beratung, eine Gratisberatung für sie anbieten. Wir wollen aber auch, dass die Leute wirklich integriert werden. Also wir wollen eigentlich auch der Oberwalliser Bevölkerung mit einzelnen Projekten die Möglichkeit geben, dass sie in Berührung kommen mit Migrantinnen und Migranten. Zum Beispiel das Fest der Kulturen, einmal im Jahr zwischen. Oder wir haben auch das Kulturessiert, wo das S drin ist, also ESS, da geht es ums Essen. Okay. Da gibt es immer ein Themenland, wo nachher gekocht wird mit Spezialität aus dem Land. Und nachher ist die ganze Oberwalliser Bevölkerung eingeladen, da zu essen kommen. So wie es die Integration, die durch den Magen geht, sozusagen. Und wir haben aber auch Deutschkurse, die wir den Asylsuchenden geben. Also, wir sind so ein bisschen in beiden Departementen. Und für mich ist das eigentlich auch egal, ob das ein Flüchtling ist, ein Asylsuchender, ein Migrant oder eine, die schon länger hier ist. Wir sorgen einfach dafür, dass diesen Leuten hier wohl ist im Oberwallis und dass sie irgendwie den Zugang zu uns finden. Ja. Aber auch, dass auch wir hier, wir Oberwalliser und Oberwallisserinnen, den Zugang zu diesen Leuten finden. Und so grob, aber der grobste Unterschied ist, der Asylant kennt, ist quasi wieder heimschicken, der Migrant ist hier, hast du mir vorher gesagt, wir haben schon Permi B, oder? Genau, also der Asylant, oder man sagt Asylsuchende oder Flüchtlinge, das sind eigentlich die hier ankommen, wo die Schweiz zuerst noch entscheiden muss, von wo kommt die Person, wieso ist die hier, darf die hier sein, müssen sie wieder zurückschicken. Und sobald das dann eigentlich mal klar ist, dass die Person darf hier sein, weil sie vielleicht arbeitet oder weil sie nicht zurück ins Land kann, weil Krieg ist, dann bekommst du eine Niederlassungsbewilligung oder es gibt das Permi B oder das Permi C und dann sind das eigentlich, dann wechselt der jetzt Departement im Wallis und dann wechselt es zum Departement für Bevölkerung und ist dann immer das Asyl. Aber ja, es gibt ja dann auch irgendwie Leute, die dazwischen sind, wo die Schweiz eigentlich wollte, da ist selten gehen, aber sie können nicht gehen, weil das andere Land sie nicht will. Also das ist eine sehr komplexe Sache, das können wir jetzt nicht. Nein, das können wir nicht zu groß ins Detail gehen. Vielleicht können wir hier schon einen Sprung machen, einen Beruf zählt 10 Millionen Schweiz. Da hat ja eine Partie das Thema gross jetzt geschnitten. Und da ist natürlich ganz klar, die werden damit sicher erfolgreich sein, gerade bei denen, die das nicht wollen. Und du hast ja, wir haben vorher darüber gemerkt, wir selber merken ja nicht, dass hier mehr Leute sind. Also höchstens so touristische Stationen, hast du Hochsaison, Nebensaison, oder? Aber sonst merkst du, wir haben es nicht gemerkt. Aber die wissen schon ungefähr, wie man die Leute abholen kann, die gewisse Problematik, die die da haben, oder? Wo sie zum Teil ja auch ein bisschen Bock geschossen haben mit wie habe ich dann vorher gesagt, da ist um einen Vorgang, wo sie
gekürzt haben von 230 Millionen auf 150 Millionen für die Berggebiete. Wenn du jetzt kandidierst für Nationalrat und Ständerat, du machst ja beides, gell? Das können wir nachher noch im Detail beschreiben. Wie, da haben wir jetzt gesehen, dass die sich im Moment nicht alle Nationalräte zu paaren wirklich für unsere Kantone setzen, für die Berggebiete. Wie könntest du das ändern? Ja, das ist halt so ein bisschen, aber ich bin einerseits bin ich eine SP-Politikerin, mache dadurch eine soziale und solidarische Politik und eine umweltfreundliche Politik. Andererseits bin ich eine Walliserin und wollte ja dann gleich auch, dass würde ja dann gleich auch das Wallis vertreten zu Bären, sei das als Nationalrätin oder als Ständerätin. Was sich vielleicht wird ein bisschen ändern, eben, wie ich schon gesagt habe, ich mache eine solidarische Politik und eine Umweltpolitik. Ich würde sicher auch das Umweltthema viel mehr ins Zentrum legen, als jetzt viele andere Politiker und Politikerinnen. Ich glaube einfach, es gibt sicher Themen, wo sehr wichtig sind für das Wallis, wo jetzt vielleicht meine SP-Fraktion aussen dann nicht so nicht unbedingt gerade dafür wären. Mhm. Wenn ich aber persönlich als Claudia Alpiger denke, doch, das ist wirklich etwas Gutes. Ich weiss, dass die SP das vielleicht nicht so gut findet, aber ich weiss, dass das sehr wichtig ist für die Berggebiete, nicht nur die Wallis, auch vielleicht Graubünden oder Berner Oberland oder so. Dann, und ich wirklich selber davon überzeugt bin, dann würde ich natürlich probieren, zu Bären auch meine Fraktion oder die SP-Fraktion davon zu überzeugen, hier jetzt auch der vierte Stimme, obwohl das vielleicht die grosse Mehrheit von der SP findet, das ist nicht so wichtig. Also da gibt es auch ein Beispiel, ich weiss, wo ich noch bei der SP geschafft habe, bei der SP Schweiz, ist es um die Wasserzinsen gegangen. Und da weiss ich noch, da sind so die Zürcher SPlerinnen und so wie gesagt, ach, das ist doch nicht wichtig für das Wallis. Und damals hat ein SP-Nationalrat, der Emanuel Amos, und ich weiss auch noch der Bündner, der John Pult, der jetzt für den Bundesrat kandidiert, sie hat dann wirklich eigentlich eine SP-Fraktion kehren und sagen, hört, das ist für uns wirklich wichtig. Und schlussendlich hat dann eine Grossmehrheit von der SP-Fraktion wirklich so gestimmt, wie die zwei Typen das haben probiert. Also sie haben probiert, davon zu überzeugen. Und das zeigt eigentlich gut, man kann eine Position, die viele in SP gefasst hat, ändern als Linke jetzt eben, wo unserem Wallis dann nachher zu denen, man sagt ja immer, das sind nur städtische SP und so, die denkt nicht an die Landbevölkerung. Aber in dem Fall hat es gut geklappt. Und ja, es gibt wirklich auch viele Themen, wo ich denke, wo ich zu Bären könnte eine gute SP-Politik machen, die aber natürlich auch dem Wallis dient. Wo ist der? Also ich meine, hilft, oder? Das Thema Kaufkraft, das ja jetzt gerade aktuell ist, also wo sehr wichtig ist für uns, wir wollen ja die Kaufkraft von der Bevölkerung stärken. Also das heisst einfach, wir wollen, dass eigentlich die Bevölkerung am Schluss des Monats auch noch Geld im Portemonnaie hat, oder? Ich meine, das dient allen, das dient nicht nur der Städter oder der Städterin, das dient auch uns Walliserinnen, oder? Ja, dann hast natürlich auch wieder Geld, für am Abend etwas zu trinken und ins Restaurant gehen, da profitiert auch der Tourismus. Wo dann genau unsere Beizen oder unsere KMUs, die ganzen Geschäfte auch wieder profitieren, oder? Wieder andere Schicht kaufen. Das wäre natürlich schon eine riesen Hilfe, wenn nur schon Krankenkassenprämie aber gesenkt könnte werden. Du hast gesagt, ihr stellt ja nicht nur Krankenkassenprämie, generell die ganze Kaufkraft, die ihr einsetzen wollt. Dann die Gleichstellung, Klimaschutz. Da habt ihr ja sehr ähnliche Themen gewählt wie die NEO. die haben jetzt einen Einfluss auf das Klima, die Grünen sowieso, das ist klar. Da hätte nicht wirklich so ein USB für SP generieren, oder? Gut, also ich muss sagen, die drei Wahlkampfthemen, das ist ja, das beschweizt in der ganzen Schweiz die drei Themen. Natürlich jeweils der angewendet oder ein Briegenbruch auf die einzelnen Kantone, aber die Themen sind schon fast vor einem Jahr bekannt gewesen, dass wir die wollen. Dass jetzt NEO, also ich habe ehrlich gesagt selber noch nicht gemerkt, was jetzt die Hauptthemen von NEO sind, aber offensichtlich haben die auch die Themen, das sind natürlich auch die Themen, die brennen aktuell, oder? Und
Also dass wir für die Kaufkraft von der Bevölkerung ist da, oder eben, du hast es vorhin noch gar nicht gesagt, neben der Krankenkasse setzen wir ist dafür ein für gerechte Lehne oder auch für eine gesicherte Rente. Ja. Das machen wir auch schon lange, oder? Die SP ist auch schon immer gekriegt und hat sich für die Umwelt eingesetzt. Logisch springen die Parteien immer auf die Themen auf, wo gerade brennend unter den Fingernägeln oder in der Bevölkerung, oder? Natürlich immer ein bisschen mit anderen Lösungen. Also ich meine, so eine Krankenkassenprämie hat jede Partei jetzt eine Lösung, ja, zum Einzenken. Da kannst du natürlich schon relativ einfach stimmen, weil niemand will mehr Krankenkassenprämie zahlen. Und dort ist für die Stimme und Hoffnung, es wird auch umgesetzt, oder? Das ist dann wieder das andere. Genau, also es gibt ja viele Versprechen, die man vor den Wahlen macht, aber es geht ja darum, was dann nach den Wahlen jetzt gemacht wird. Ob dann wirklich das, was man gesagt hat, auch umgesetzt wird. Und da habe ich halt mit anderen Partien manchmal ein bisschen ein Problem und denke, jetzt hat er doch gesagt. Da muss sich halt bei jedem und jede selber das Bild machen und das mal erfahren. Genau. Oder? Summe haben ist ich mega für die Initiative eingesetzt. Nachher ist die Initiative durchgewählt worden. Und umgesetzt ist bis heute noch nichts. Welche meinst jetzt du? Ja, so wegen das Klima, oder? Klima, wo noch nicht die Umsetzung zum Teil fehlt, oder? Das hapert dann nachher im Parlament und dann hast du dann gleich wieder, wir wollen dann gleich hier noch das und das. Ja. Und am Schluss ist es oft so, dass das Gesetz dann ganz verwässert wird und da hat es nichts mehr dran. Aber da wir eine Demokratie sind, wo alle dürfen mitbestimmen und halt das Parlament, es müssen Kompromiss gefunden werden, wo alle oder zumindest Mehrheit gut finden. Also. Und das führt halt oft dazu, dass dann ein Gesetz oder eine Idee recht verwässert wird, dass halt von links bis rechts eine Akzeptanz da ist. Alle so ein bisschen zufrieden sind. Ja. Jetzt, du bist zur SP gekommen, du hast ja da geschafft, hast du mir vorher erzählt, aber schon vorher, so also ein bisschen quasi durch deine Mama K.O. K.O.? Genau. Meine Mama war früher eine Linke, also sie ist aber immer noch, sie ist immer noch, aber sie war im K.O., das ist das kritische Oberwallis, das ist so eine Gruppe, so wie die Vorgänger und Vorgängerinnen von der SP, wo sich einfach hier damals war es wirklich ein C-Film, oder? Da hat es ja noch nicht mal eine SVP gegeben, wo sich einfach gegen das gewehrt haben und ein bisschen aufdecken, was sie eigentlich alles so hinterher läuft und so, und das war eben das kritische Oberwallis. Und nachher ist das zur SP geworden, beziehungsweise hat man mit der SP fusioniert. Sie hat auch, ich kann mich noch gut erinnern, sie hat auch mal kandidiert, das war noch, als Esther Weber-Kalbermatten für einen Gemeinderat, kandidiert hat. Und meine Mama war auch auf der Liste. Und dann sind wir nach der Primarschule, haben wir uns in der Apotheke von der Esther damals getroffen und haben ein Couvert kleben. Das war, glaube ich, meine erste Berührung mit der Politik. Und dadurch, wir haben natürlich auch daheim im Essen und so, weil der bald einmal so ein bisschen über das Politische geredet. Das ist meistens Mama und ich gewesen. Meine Schwester ist nicht so interessiert gewesen. Der Papa ist ein Interessierter, der überall mitdiskutiert. Und so bin ich da so ein bisschen reingekommen. Ja. Super. Jetzt so, da kann man sagen, du bist Vollblutpolitikerin und hier aber Stellen. Genau. Also die Leute hier die Stellen, die zwei Sachen. Du bist Präsidentin aber von der SP Oberwallis. Du hast mir vorher gesagt, der Verfassungsrat ist mehr oder weniger durch, gell? Genau, also wir haben jetzt 4,5 Jahre, also wir sind ja gewählt worden als Verfassungsrätinnen. 4,5 Jahre in dem Gremium haben wir die neue Verfassung geschrieben, sozusagen. Bis letzten Frühling, also der Frühling jetzt April, haben wir dann nachher das Projekt mit den, sind glaube ich 199 Artikel, haben wir abgegeben dem Staatsrat und somit ist eigentlich unsere Arbeit für das, wo wir gewählt wurden, beendet und jetzt geht es darum, dass wir dann über die Verfassung abstimmen nächsten Frühling im März. Aber da werden wir sicher, wir vor allem wahrscheinlich die, die im Verfassungsrat sind, da dann Kampagne machen, sei es dafür oder dagegen. Also wir werden sicher dafür sein. Das wird dann, darum ist dann noch nicht ganz fertig, aber im März, wenn es dann ja oder ein Nein gibt, nachher ist dann wirklich das Projekt fertig. Ja, genau. Aber wieso würde man da dagegen sein? Das musst du nicht mich fragen. Wir sind der Fähre, also ich weiß nicht, ob du weißt, wie alt
unsere jetzige Verfassung ist, die wir jetzt haben. Ja, so die kommt von 1907, ist die. Das ist eine von den ältesten Verfassungen in der Schweiz, die es noch gibt. Und die ist halt völlig veraltet und entspricht nicht dem heutigen Leben, wie wir heute leben. Und das ist auch der Grund gewesen, wieso, das hat ja das Volk entschieden, dass es eine Totalrevision geben soll. Es hat sehr viel gute Sachen drin, also man kann vielleicht auch sagen, es hat Sachen drin, die einfach dem heutigen, so wie die Welt heute ist, entsprechen. Es hat viele progressive Sachen drin, natürlich hängen wir uns noch mehr progressive Sachen gewünscht. Es hat auch so Gleichstellungssachen drin, es hat auch Themen drin, wie man mit der Ressourcen und mit der Umwelt soll umgehen, aber so Klimathemen. Es hat auch einen Ausbau von einer Direktdemokratie drin, also von der Mitwirkung von der Bevölkerung. Und ich finde, es ist schon nur einfach, weil wir jetzt so viel Hirnschmalz in das Projekt haben investiert und es ist schlussendlich vom Verfassungsrat angenommen worden. Es ist ein Kompromiss von links bis rechts, wo alle etwas drin haben, was sie gut finden. Niemand ist zu 100% zufrieden damit. Das ist klar, du kannst es nie allen recht machen. Das ist so ein bisschen der Grund, wieso dass ich finde, dem müssen wir zustimmen. Aber es gibt halt auch Stimmen, die sagen, wir haben nicht erreicht, dass das Oberwallis irgendwelche Minderheitengarantien bekommt. Was halt für uns weniger wichtig ist. Für uns sind halt auch andere Themen wichtig und nicht nur die Stellung des Oberwallis im Wallis, genau. Aber vielleicht wirst du schon mal noch über einen. Du kannst ein paar ganze Podcast füllen, nur über die Verfassung, denke ich. Das glaube ich. Dann bist du Grossratssuppliantin und seit um September Gemeinderätin in Brigg-Glis. Genau. Jetzt so. Du hast mir vorher gesagt, du kandidierst für beides, Ständerat und Nationalrat. Ist dir das nicht auf zwei Hochzeiten getanzt? Nein, also theoretisch ist das möglich. Du kannst, theoretisch, weil es ja verschiedene Ebenen sind, ist das möglich. Es gibt ja amtierende Nationalräte, die auch Gemeinderäte sind. Es ist theoretisch möglich, aber natürlich, falls ich jetzt würdig gewählt wäre, dann müsste ich mir das schon überlegen, was ich dann noch weiterhin machen will und was nicht, oder? Okay. Aber ich meine, ich kandidiere jetzt mal und dann schauen wir, wie die Wahlen rauskommen. Aber eben jetzt auch schon, dass ich Suppleantin bin und dass ich Gemeinderätin bin, das gibt es sehr oft, das ist eine gute Kombination, weil man ja oft mit dem Kanton zu tun hat und dann sieht man beide Sachen bei sich. Man merkt viele als Gemeinde, was nicht so gut läuft, weil es der Kanton vorgibt und dann kann man da im Kanton probieren, etwas zu ändern und so. Also das ist eigentlich sogar eine gute Kombination. Ja. Und du hast natürlich sicher auch sehr viel Kontakt aber mit anderen, von anderen Gemeinden. Und ein Austausch, das ist natürlich sicher nicht schlecht, oder? Das ist, also eben jetzt als Gemeinderätin bin ich jetzt auch einen Monat unterwegs bald. Und, aber ja, also generell, wenn man in der Politik aktiv ist oder eben sogar ein Amt hat, man kommt mit so vielen Leuten in einen Kontakt und in einen Austausch. Und das ist ja das, was es so spannend macht für mich. Ja. Also ich lerne gerne neue Leute kennen, ich tue sehr gerne diskutieren mit anders steigenden Leuten. Und ich lerne auch gerne, also es ist sehr spannend, was ich jetzt alles kennenlerne als Gemeinderätin, was man halt als normaler Bürger oder als normale Bürgerin gar nicht weiss, was da alles so läuft und was es eigentlich alles gibt und welche Institutionen und so. Aber es ist natürlich, es ist viel, was man da muss lernen, darf lernen. Mich täuscht jetzt gerade, aber dann mal im Verfassungsrat mit diesen 199 Artikeln, ich als Gründer von der Verzettelungsagentur, die ja immer den Leuten zeigen, wie man scheitern kann. da bin ich sehr talentiert. Hast du irgendein Rezept, dass du dich in diesen ganzen so. Das sind ja mega viele Papiere, wie sagen wir denn, Files, die ihr durchgehen vor jeder Sitzung. Du musst alles durchlesen, machen und tun. Hast du ein Rezept, das du da nicht verzettelst, oder? Also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt jedes Geschäft, das jetzt zum Beispiel in einer Grossratssession kommt, muss von A bis Z kennen. Wir sind ja, ich
bin ja nicht die einzige Grossrätin von einer SP oder so. Also wir sind ja eine Fraktion und jede hat da seine Themen, sitzt in gewissen Kommissionen und ist dann da für das Thema die Spezialistin oder der Spezialist. Und dann kann man dann die Person auch fragen und dann sagt die, sagen, schau, aus den und den Gründen haben wir uns entschieden. Und dann folge ich denen. Da müssen wir auch ein bisschen Vertrauen haben in die Leute. Die sind ja da von der gleichen Partei, oder? Also logisch, das, was mich interessiert, das schaue ich an. Und das, was mich weniger interessiert, da frage ich halt meinen Kollegen oder meine Kollegin. Kannst du mir gerade schnell sagen, um was das es geht? Aber jetzt halt einfach auch so als SPO-Präsidentin finde ich es schon wichtig, dass man so ein bisschen einen Überblick hat, was läuft und so. Und da lese ich halt einfach die Zeitung, weil da steht eigentlich alles drin, was so politisch läuft, oder? Und das nehmen wir, also das ist mir wirklich sehr wichtig. Ich probiere eigentlich immer die Zeitung zu lesen. Wenn ich sie halt heute nicht lese, dann morgen. So, ja. Und so verschaffe ich mir einen Überblick, was läuft. Und wenn ich halt irgendwelche spezifische Fragen habe, weiss ich euch, wo nachfragen. Also mittlerweile, ich bin jetzt schon lange da so ein bisschen drin, weiss ich euch so ein bisschen, wer wo mehr Ahnung hat. Und dann frage ich da mal nach. Oder, ja. Aber man hat ja euch nie ausgelernt. Und das ist schon vorher, weil du hast ja gesehen, ihr habt euch, aber bei rechtlichen Sachen habt ihr Anwälte, die kannst fragen. Eben, ich und, oder wenn es um etwas Medizinisches geht, kann ich einen Arzt fragen, der in der SP ist. Oder, weil man kann ja auch nicht alles wissen und ich will auch nicht müssen alles wissen, oder? Für das gibt es ja auch die Leute, die eigentlich aus dem Medien kommen. Ja. Aber eine Bürli nicht, kannst du nicht fragen in der SP, oder? Sicher schon. Das sind halt für mich die Bio-Bäuerlinge oder Bäuerinnen. Ja. Natürlich gibt es auch. Ja. Das kommen wir dann bei noch. Ich habe Bio-Bau. Ja, das macht natürlich wieder Sinn, das klare Fall. Nein, das war wieder ein Vorurteil. Das kannst du jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich gibt es sogar SP-Jäger und Jägerinnen. Ja. Da könnte sogar da jemand fragen. Da könnte jemand fragen. Genau, jetzt, wo die Jagd ist. Gell? Wie siehst du deine Chance jetzt im Wahlbarometer? Ist 9%, das ist für Ständerat. Das ist von diesen 100, aber auf 9% der Brie, das sieht nicht rosig aus, oder? Ja, wir müssen ja ehrlich sein. Also, ich bin gegen der Beat Rieder angetreten, dass es einen Wahlkampf gibt, weil alle bürgerlichen Parteien gesagt haben, sie gegen den Beat Rieder unterstützen. Und dann haben wir gefunden, wenn der Beat Rieder läuft, jetzt nicht einfach so nach Bären gehen, ohne einen Wahlkampf zu machen, ohne dass wir ihn herausfordern. Und auch ohne, dass die Bevölkerung eine Auswahl hat. Also das ist auch sehr wichtig, dass die Bevölkerung, es geht ja sowieso eigentlich fast nur um das Oberwallis, oder? Dass die Bevölkerung aus dem Oberwallis nicht einfach nur der Beat Rieder ankreuzen kann, sondern auch eine Alternative hat. Und ich sage ja immer, das ist so ein bisschen mein Slogan, ich bin die linke, die junge und die weibliche Alternative zum Beat Rieder. Und wir nutzen halt den Wahlkampf auch, um unsere Themen zu platzieren. Und eben, wenn jetzt wir nicht kandidiert haben, haben es wahrscheinlich gar keine Debatte gegeben zum Gonalneuf oder so. Ja. Und dann haben wir auch nicht können sagen, für was wir stehen. Ja, das ist natürlich. Also, das ist schon. Jetzt hast du eine gute Plattform, aber über wir nutzen den Wahlkampf natürlich auch für eine Plattform. Und mich nimmt es auch persönlich wunder, wie gut ich abschneide, um ehrlich zu sein. Oder wie gut die SP jetzt in dem Wahlkampf abschneidet. Weil es ist natürlich schon Sprung. Aber du bist ja recht jung. Vorher hast du natürlich die Väter von der SP, der Bodomann, es ist ein rechter Gap zwischen dir und Abo Bodomann. Der Thomas, was ist der Thomas Burger? Er war auch SP, also Fisch, gell, das war natürlich in seiner Güte. Und dann, die SP ist jetzt sehr jung, das ist natürlich jetzt, also wieder über uns arbeiten, oder so ein bisschen in diesem Stil, oder? Ja, es ist schon ein bisschen so, dass es so die Überväter oder so gegeben hat, immer noch gibt. Ja, aber wir sind jetzt, wenn man ja unsere Liste, die Nationalratsliste zum Beispiel anschaut, sind wir jetzt sehr eine junge Gruppe, da ist niemand über 40 auf unserer Liste. Und
Ja, logisch gibt es dann Gap, aber ich glaube, das ist ja ab und zu gut, ein bisschen eine Verjüngung, eine Neuerung. Ja, ja. Aber wie du schon gesagt hast, eben, dass der Peter Bodemann ist auch immer noch aktiv mit seinen Ideen, die er hat, auch der Thomas Burgener hilft uns. Und ich bin auch froh, wenn ich da wenn ich Fragen habe. Sicher, dass das sind auch eine Person, die ich nachfragen kann, wo man sich inspirieren lassen kann. Vielleicht sind gewisse Sachen sind damit zu übertrieben. Aber es ist spannend, auch so zu sehen, wie unterschiedlich wir auch sind. Oder? Und ich finde, das ist durchaus gut. Und ich glaube, es hat sich generell die Politik verändert. Ja. Also jetzt eben nicht nur in der SP oder so, auch in die anderen Parteien, auch der Politikstil, auch die Art, wie man Politik macht. Oder aber also mit den ganzen neuen Medien und so, das hat sich alles geändert, wo die ältere Generation gar nicht mehr so kennt. Oder ein Wahlkampf ist auch anders als früher. Als früher, ja, natürlich viel mehr. Wenn ich dich gegoogelt habe, ist sofort gekommen, LinkedIn, da super, da ist alles schön aufgelistet, was du schon alles gemacht hast. Da bist du super Präsidentin. Dann hat er klassisch natürlich Flyer, schwarze Kira, meine Tochter, hat eine Flyer-Hand unterschrieben von dir bekommen. Ich im Saas leider nicht. Aber, so weit bin ich nicht weil gegangen. Weil ich ja viel unterwegs bin, habe ich natürlich... Die meisten sind natürlich schon ganz viele Plakate und ganz viele Wahlen. Also jede paar Jahre hat wieder die Grind am Strassenrand. Ich muss sagen, du hast natürlich sehr schöne Grind. Also bitte, sagt man dann dem Grind, wenn er schön ist. Schiffsgesicht, oder? Das sieht man natürlich immer gerne lächeln am Strassenrand. Schön freut sich jemand, wenn er auch gelächelt wird. Ja, los jetzt, könnte man das nicht alle sechs Jahre machen? Nein, also, aber du hast vorhin gesagt, wir haben zu viele Wahlen und zu viele Abstimmungen. Da bin ich natürlich gar nicht in der Meinung. Also ich als Politikwissenschaftlerin, als Verfechterin von unserer Demokratie, ich wollte natürlich, dass wir oder die Bevölkerung noch viel mehr darf mitreden, wie die Gesellschaft soll funktionieren, oder? Und ich meine, was haben wir viermal im Jahr eine Abstimmung? Also gut, vielleicht müssen es anders anfangen. Ich denke halt auch, wir brauchen in der Schule viel mehr politische Bildung. Ja. Auch um den Leuten zu zeigen, schau, wir leben in einer Demokratie, du darfst mitbestimmen. Und das wird wahrscheinlich in der Schule viel zu wenig gelehrt. Und dann entwickelt sich eine Person so, dass sie gar nicht Lust hat, abzustimmen, weil man gar nicht weiss, was bedeutet das, und weil man sich gar nicht bewusst ist, ich darf als Schweizerin und als Schweizer darf ich mitbestimmen, oder? Und darum finde ich es sehr wichtig, haben wir Abstimmungen und haben wir Wahlen. und es ist auf eine Art eine Pflicht, oder ich finde es eigentlich, jeder Schweizer und jede Schweizerin, ja, ich wollte eigentlich auch, dass Menschen mit Migrationshintergrund, die der Pass noch nicht haben, dürfen mitbestimmen, oder? Aber wenn wir schon das Privileg haben, und da ist ja die Schweiz eigentlich oben auf, wenn man mit anderen Ländern vergleicht, dann sollte man das eigentlich auch nutzen. Was ich aber auch noch wichtig finde, ist, aber es gibt ja einerseits die Abstimmungen, wo man einfach ja oder nein kann sagen, nein, oder? Ja. Da ist ja eigentlich alles schon gelaufen. Ich würde es eigentlich viel cooler finden, wenn man auch schon viel früher mit einbezogen wird. Das ist jetzt vielleicht vor allem auf kommunaler Ebene. Ich weiss nicht, wenn jetzt hier die Asfeen einen neuen Dorfplatz gestalten oder so, dass man da die Bevölkerung fragt, ja, wie seht ihr? Was habt ihr für eine Idee für den Dorfplatz? Soll dann ein Baum kommen, soll ein Brunnen kommen, weil wir einen Spielplatz machen oder so? Dass da die Leute mit einbezogen werden, das hat für mich auch mit politischer Beteiligung zu tun. Nicht, dass einfach am Schluss ein Projekt da ist und dann kann die Bevölkerung ja oder nein sagen. Ja, das ist also, wie ist jetzt im Dorf, gibt es eine App, da gibt es viele, wenn es Projekte oder so, geht jetzt viel online, da kannst du so deine Senf dazu geben, das ist doch gut. Die machen das da nicht schlecht von dem her. Ja, das ist sicher ein Anfang. Anfang, dass man da mal wieder sieht, mitbestimmt am Schluss immer ja oder nein. Oder du kannst nicht irgendwas wie, wenn man sagt, ich will den Dorfplatz ein bisschen kleiner, nicht so. Du kannst ja nicht an das so oder so. Nein, am Schluss ist ja oder nein. Aber wenn man die Leute das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn man die Leute genug früh mit einbezieht, dann ist nach der Akzeptanz auch höher von so einem Projekt. Weil dann wissen sie, ich kann mitreden. Und mir ist gesagt worden, wieso dass er jetzt nicht kleiner kann gemacht werden. Und dann sage ich, gut, ich sehe sie, okay. Dann sage ich jetzt trotzdem ja. Und sonst sagt man, ich habe doch immer gesagt, kleiner. Und jetzt hast du nicht auf mich gelöst. Dann sage ich extra nein. Also, es hat auch mit der Akzeptanz am Schluss zu tun. Das ist wichtig, das ist super.
dann bist du wieder für mehr Abstimmung, aber eben mehr integrieren in ein Projekt. Mhm. Wir werden sehen, so wie ich jetzt gesagt haben, im Wahlbarometer, die Grünen werden Sitz wahrscheinlich verlieren. Was haben die falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass sie etwas falsch gemacht haben. Ich glaube, es ist so, dass vor 4 Jahren ist einfach ganz eine andere Ausgangslage war, ganz eine andere Stimmung. Das waren ja wirklich grüne Wahlen. Mhm. Da haben ja die Grünen in der ganzen Schweiz enorm zugelegt. Ja. Ein bisschen auf Kosten von der SP, darum hat ja die SP vor 4 Jahren auch ein bisschen verloren. Ja. Und jetzt ist einfach, jetzt hat sich die grüne Welle ist ein bisschen abgeschwächt. Das sind wieder andere Themen. Es ist ja immer wichtig, was gerade für Themen in den Monaten vor den Wahlen wichtig sind. Und so wird dann auch gewählt. Und die Welle hat einfach ein bisschen abgeschwächt. Es hat nichts falsch gemacht, meiner Meinung nach. Es ist einfach, eben, du hast es ganz vorher mal gesagt, jetzt ist wieder die Zuwanderung das Thema. Und jetzt ist Krieg wieder nicht mehr wichtig. Und die Leute, die haben sich wirklich halt gerade so von dem leiten lassen, wahrscheinlich, wie sie wählen. Aber man sieht ja in der Umfrage, die Stimmen von Grünen rutschen ja wahrscheinlich zur SP. Genau, und, ja. und die SP und die Grünen sind ja sehr, sehr ähnlich. Also von dem her ist das immer ein bisschen hin und her. Und ich kenne auch viele Leute, wo ein bisschen SP und ein bisschen Grünen sind. Und mal ein bisschen das wählen und Leute von da und da wählen. Also das ist wie, das finde ich, sieht es in 4 Jahren wieder anders aus. Und, ich denke eher, aber es ist wie nicht, die nichts falsch gemacht. Es ist wie die Themenkonjunktur, also, wenn man das so schön sagt, wo vielleicht ein bisschen anders wieder liegt. Obwohl ich natürlich persönlich finde, das Klima ist immer noch ein wichtiges Thema. Finde ich es schade, ja. Wenn ich jetzt vorher dir gesagt hätte, die Grünen und Roten müssten, das wäre meine Partei, wäre das, müssten fusionieren. Bist du nicht dafür gewesen, oder? Aber wie ich vorher gesagt habe, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die sich in beiden Partien daheim fühlen. Aber ich sehe eigentlich keinen Grund zu fusionieren. Es gibt die Grünen, also wir haben sehr viele ähnliche Themen, wir haben ähnliche Positionen. Ich würde einfach sagen, wir haben viele andere Prioritäten oder die einfach auch mehr Zeit in gewisse Themen investieren. Die Grünen natürlich in grüne Themen, wir sind auch froh machen, das kennen wir. Eigentlich da wie Trip-Rap-Fahrer sein. Und wir können die sozialen Themen vermehrt beackern, oder? Und Ski sind ja bei uns soziale Themen auch grossmehrheitlich mit Ski verstanden. Und somit ist es eigentlich gut, haben wir zwei Partien, wo die Akzente können anders setzen können. Aber ist eigentlich sehr gut auch ergänzen, oder? Und ich würde jetzt einfach behaupten, wir haben ein breiteres Themenfeld, wo ist wichtig ist die Umwelt wichtig, ist aber auch der Mensch sehr der wichtig Mensch und soziale. Genau, Und das ist bei den Grünen weniger der Fall, oder? Und darum ist eine Fusion für mich überhaupt kein Thema, aber wir treten ja zum Teil bei Wahlen auf gemeinsamen Listen an. Oder jetzt auch bei den Nationalratswahlen haben wir eine Listenverbindung. Ja. Also wir arbeiten ja schon zusammen. Also es ist schon nicht, die Grünen sind für uns nicht wie eine Mitte oder eine SVP. Schon ein bisschen eine engere Beziehung. Eine engere genau. Und dann machen wir doch den Sprung aber von Grün zum Thema Nachhaltigkeit. Wo tust du dich nachhaltig engagieren? Also mich selber kann ich vielleicht sagen, ich probiere einfach umweltfreundlich oder nachhaltig zu leben. Sei das in meiner Ernährung, dass ich jetzt nicht jeden Tag ein Kilo Fleisch esse, oder dass ich auch nicht generell nicht so viel konsumiere, zum Beispiel Kleider. Also ich kaufe fast nie mehr ein neues Kleidungsstück. Ich kaufe fast nur Secondhand-Kleider, ich trage sie auch lang. Oder ich täusche sie mit meinen Kolleginnen, weil vor allem jetzt zum Beispiel auch Kleider sind auch sehr umweltschädlich, vor allem wenn sie so billig produziert werden und so. Ich probiere auch im Verkehr oft den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Ja, das Thema, wo wir natürlich alle immer haben. Ich probiere jetzt auch nicht jeden Sommer mit dem Flugzeug in die Ferien zu gehen. Ich bin auch seit 5 Jahren fast nicht mehr geflogen. Okay. Ja, ich probiere einfach selber, für mich selber, umweltfreundlich zu leben. Zudem, tue ich natürlich auch, wenn ich Kolleginnen und Kollegen habe oder Leute treffe, mit ihnen reden,
wenn ich etwas sehe, was ja, ganz banal, wenn du eine PET-Flasche in einen Abfall kriegst, sage ich, tu doch die gerade in ein PET, ins PET, weißt du, das kann man recyceln, im Abfall kann man es nicht recyceln. Ja. Altpapier, sage ich, tu doch ins Altpapier und nicht in einen Abfall kriegen. So kleine Sachen, wo vielleicht, ja, wo man denkt, das bringt doch eh nichts, aber wenn das alle machen, wenn alle so ein bisschen etwas machen und alle sich dessen bewusst sind, dass man mit kleinen Sachen etwas machen kann, finde ich, kann man etwas erreichen in der Hinsicht. Das ist so ein bisschen mein persönliches Engagement, also, neben dem, dass ich halt in der Politik natürlich das Thema beackere. Und ich bin auch zum Beispiel noch Mitglied von der Alp-Initiative, bin da im Alpenrat und die Positionen oder die Anliegen von der Alp-Initiative versuche hier im Oberwallis an den Mann und an die Frau zu bringen. Super, das ist doch sehr gut. Und dann rutschen wir rüber zum Sozialengagement. Da ist natürlich schon fast gegeben als Mitglied bei der SP. Ich glaube, nicht mehr viel erklären. Da. Das ist eigentlich ein sozialdemokratisches Engagement, in der Partei. Ja, aber wo du mich vorher gefragt hast, was mein soziales Engagement ist, habe ich halt gedacht, gut, Politik, ich bin politisch sehr engagiert, ja sehr viel von meiner Freizeit für die Politik aufwenden. Aber sonst muss ich ehrlich gesagt sagen, ich bin jetzt nicht gross in vielen anderen Vereinen, wo ich mich engagiere. Aber ich meine, durch mein politisches Engagement in einer sozialen Partei ist das für mich schon sehr ein soziales Engagement. Ich engagiere mich auch engagieren für Bevölkerungsgruppen, die selber sich nicht kennen, für ihre Rechte kämpfen. Oder auch zusammen mit meinem Job für Menschen mit Migrationshintergrund oder für auch Leute, die halt ein steifes Ich kommen haben, die nicht neben meiner Zeit haben, sich zu engagieren und jetzt sagen, wir wollen mehr Lohn, oder? Für die mich ja einsetzen. Aber jetzt vielleicht ganz salopp, wenn du sagst, was ist noch mein Sozialengagement? Also, ich gehe immer einmal im Jahr sehr gerne helfen. Winden, super, der Familie sehr, von meinem Freund. Ich gehe einmal im Jahr immer gerne an einer Pampers-Bar im Gatsch, an der Bar arbeiten. Das sind zwar kleine Sachen, aber das mache ich auch gerne, weil da kommst du auch wieder mit Leuten in Kontakt. Ich bin sehr gerne mit Leuten in Kontakt. Ich lerne gerne neue Leute kennen. Ich probiere auch immer, den Kontakt zu behalten zu den Leuten, die ich habe. Wenn ich merke, da habe ich mich schon lange nicht mehr gemeldet, ein paar Mal wieder melden oder so. Ja, so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein soziales Engagement, wenn man das so kann. Sehr bodenständig, oder? So verliert man nicht den Halt, oder? So. Man hebt nicht ab, oder? Ja, ich hoffe es, dass wir es noch ein paar andere behaupten. Ja, dann kommen wir doch noch zu unseren Klassiker wie Eisenhänger, dem Walliser Podcast. Dein Lieblings-Walliser Wort? Salé! Super, der hat jetzt noch niemand gebraucht. Der ist super, der Hammer. Wirklich gut. Lieblings-Walliser-Ort? Ich gehe immer sehr gerne in die Alphitta, zu Fischbertär, bin oben an Obsengiv im Skigebiet. Wunderschöne Alphitta, fern von der Zivilisation, mit einem super Ausblick auf das ganze Wallis. Da kann ich natürlich nicht immer sein. Darum ein anderer Lieblingsort ist eigentlich meine Terrasse, das Brick, im Zentrum, wo ich, wenn ich Homeoffice mache, immer sehr gerne in der Sonne mein Mittag einnehme oder Zeitung lesen oder so. Genau. Gut. Bevor wir zum Lieblingswein gehen, ich habe dir mitgebracht ein Bio-Wein. Wir sind ja Gafenberg in Sio, ist biozertifiziert. Cool. Dann haben wir einen Bio-Honig gebracht. Kräuterwalliser Kräutchen. Innen an ein schönes Posterchen. Im Moment ein Projekt, das heisst «Der Satz». Da hat jeder einen Satz geschickt. Wir haben nicht gewusst, was mit diesem Satz passiert. Ich habe einfach dir gesagt, schick mir irgendeinen Satz. Jawohl. WhatsApp. Sprachnachricht. Und dann müssen wir irgendeinen Satz schicken. Und dann habe ich die Satz aneinander geredet. So wie man das Schül gemacht hat. Weißt du, hast du einen Satz geschrieben und dann sind wir so weitergegangen ins Schülzimmer. Und am Schluss ist ein Lied entstanden. Und das ist noch so ein bisschen Teambuilding-Event. Das ist die erste Sache. Das ist noch das Poster, eine Karte. Das ist so ein bisschen das Projekt. Der Satz. Ich habe natürlich einen klaren Fall, ist Cedric Wermut. Haben wir einen Wermut gebrungen, oder? Oh, das ist ja cool. Walliser Wermut, also das ist mit der Distillerie Studer, die machen das Distillat. Und 80% Wermut ist ja immer Wein.
Das ist von der GAF Fembeck. Bin ich gespannt, was der dazu sagt. Der ist natürlich alkoholfrei, weil du brauchst ja jetzt noch klaren Kopf bis am 22. Danke, das ist nett. Ich schüre meinen Kopf. Das kannst du am 22. Oktober bist. Kannst du den öffnen. Du hast mir vorher erzählt, du hast einen Lieblingswein, einen roten, der heisst Perlot. Genau, das ist eine Mischung zwischen Pinot und Merlot. Mhm. Und der Wein macht eben meinen Freund mit seinen Geschwistern. Sie sind so ganz eine kleine Kellerei. Mhm. Geschwister Roten, die sind von Turkma und von vorne. Also die Treppen sind vorne und das ist wirklich ein feiner Tropfen. Ja. Sie machen auch selber noch Merlot, das ist ja im Wallis nicht so bekannt. Genau, aber der Perlot ist so ein bisschen leichtes, aber gleich nicht gerade einfach ein einfacher Pinot. Mhm. Und darum ist das ganz etwas spannend. Das ist sicher ein guter Mix, weil du hast den Säure, ich sage mal, der Pinot hat ein bisschen Säure, der Merlot hat Frucht, hat Power. Mhm, ich glaube, wenn du das zusammen tust, hast du die perfekte Mischung. Das bin ich dann mal gespannt zu probieren. Jetzt, dein Lieblings-Walliser Gericht? Da habe ich mir so überlegt, ich esse einfach sehr gerne und eigentlich fast alles, aber ich sage nie Nein zu einem guten Raclette. Ja. Mhm. Ich habe sehr gerne Cholera, mache ich auch sehr gerne selbst, aber ich habe sehr gerne einfach Speis, ein Roggenbrot mit Nuss am liebsten, ich habe immer gerne mit Nuss, mit ein bisschen Hobelkäse und ein bisschen Hamma und Trockenfleisch und einem Hauswürste. Das habe ich auch sehr gerne. Ja, da hast du ein gutes. Hast du jetzt eine gute Auswahl gegeben? Cholera, machst du das ist ja immer das Thema Äpfel oder Birne? Ich mit Birne. Birne? Ja, fein. Habe ich auch von meiner Mama gelernt. Ja. Aber habe ich auch manchmal mit meinem Freund Streit, weil er will das dann mit Äpfeln machen. Und, okay. Aber es ist beides gut. Aber ich mache es mit Birne. Dann, wo wir noch vorher beim Alkohol, bei Essen, bei Trinken waren, der Drinking-Song. Was erinnert dich an Zusammenhang früher, aber so Ausgang, Alkohol, Party? Also nicht ab, ich gehe immer noch in einen Ausgang, Alkohol-Party. Also, als du mich das gefragt hast, habe ich mir so überlegt. Also, so einen Song, den ich jetzt finde, der zum Trinken animieren, wo man so zusammen singt, ist der Lädel. Also, wir Feste ist Feste, aber natürlich die Version von Alpo Putsch, beziehungsweise von Elüs Bübe. Es gibt aber auch Songs, wo ich sehr gerne kehren müsste, aber da ist dann nachher das Getränk eher leer nachher, weil ich einfach so abgehe, blöd gesagt. Und das ist zum Beispiel Rage Against the Machine, Killing in the Name of, oder auch System of a Down, Jobs Way. Das sind so die Klassiker, die immer noch riesen, die ich immer noch toll finde. Also da bin ich ein Kind geblieben, oder ein Jugendlicher. Das Kind aber noch nicht, aber ein Jugendlicher. Genau. Dann wollen wir das einmal kurz zusammenfassen. Also das Wichtigste ist jetzt sofort gehen, abzustimmen, weil ich habe dir gesagt, wegen der Deadline, das wäre wahrscheinlich der Donnerstag vor dem Sonntag. Genau, aber du hast gesagt, wenn es jetzt gemacht ist, ist es gemacht, oder? Scheider, jetzt geht die Liste 32 gekommen und der ist wieder auf dem richtigen Weg. Die Liste 32. Wichtig ist natürlich hier, der Podcast ist gehängert. Der gibt es ja neu auf Apple. Da unbedingt Rezensionen schreiben, bewerten, teilen, alles im Leben. Gell? Social ist immer teilen. Und sozial, die muss man immer teilen. Sharing is caring, sagen schon so schön im Englischen. Wie siehst du es denn uns und unbedingt aber jetzt SP, das ist klar, Liste 32. Um die Kaufkraft, weil da tut der Tourismus profitieren, die Weizen mehr Geld ausgeben, alles das Geschäft kam. Das ist super. Das wird klappen. Jetzt in Zukunft. Also, jetzt bist du ja schon ganz lang SP, jetzt bist du so mit im Leben. Machst du jetzt das, aber wir hoffen, dass das klappt mit dem Nationalrat, Ständerat. Schauen wir den. Herr Schuster noch so. Ja, das ist eigentlich jetzt schon recht viel Ziel, oder? Man ist noch, oder hier in... Nicht politische Ziel, meinst du, oder Migration, was? Ja, hier gestellt, da bist du happy. Ja, bin ich recht politisch happy. Politisch auch. Ja, dann machen wir so weiter, oder?
ich denke, machen wir so weiter. Ja. Mein Ziel ist, dass ich nebenbei einfach auch noch ein bisschen Freizeit habe und kann in den Bergen gehen, weil ja, wie du gesehen hast, mein Lieblingsort ist in den Bergen. Ich bin sehr gerne in den Bergen und ich hoffe, dass es, ja, dass ich weiterhin meine Sachen, die ich gerne mache, kann weitermachen und eben die Zeit auch noch bleibt für die anderen Sachen, die ich gerne mache, eben in den Bergen gehen, im Winter gehen Ski fahren, gehen Snowboarden, im Sommer gehen wandern, natürlich auch ins Schöne so oder? Ja, ja, das aber Work-Life-Balance, aber da ist. Genau, das ist eigentlich das Ziel, das ist ein gutes Ziel, Work-Life-Balance zwischen Job, Politik und meiner Freizeit. Dass man sich nicht viel verzettelt. Was wir jetzt gemacht haben. Wir sind hier schön der Liste angegangen, wir sind super gemacht. Was wollte ich noch erzählen? Jetzt, nächste Woche, geht es wirklich wieder mit Radio Supersachsen. Da geht es um das Ehepaar das Gunti und das Mari. Das ist ein Ehepaar. Die haben ja zusammen ein Inserat gemacht, Ehemann sehr, sehr günstig abzugeben. Nein, da gibt es Fortsetzung, das ist quasi so ein Theater, ein Blog, ein Radio mit viel Walliser Musik unter anderem. Da gibt es nicht Schuhe da so weiter. Ich glaube, wir sind hören gewesen, nicht? Also ich bin zufrieden, ja. Jetzt bin ich gespannt auf den Wein. Ja, dann haben wir schon zuerst einen Freigurtür. So trifft man den nicht, gell? Aber zuerst der Alkoholfreige. Stimmt, der Wein kommt erst am 22. Ja, zwar zwischendurch. Es ist jetzt Wochenende. Genau. Super. In dem Sinne, merci, dass du Zeit hast gehabt. Merci alle, die zugelassen haben. Merci alle, die Rezensionen schreiben. Und präsentiert ist das von Steady unter anderem. Das ist dann Mitgliedschaft kannst du da machen, den Podcast unterstützen. Das wird alles verlinkt. Dich, die wir euch verlinken, dass du dich finden und so. Super. Merci vielmals. Ja. Hast du dir die Zeit genommen gern, für mich? Ja, immer gern. Merci vielmals. Ich hoffe, du hast etwas der Woche mitgenommen. Ja, ich habe es gelernt. Ich habe es gelernt, auch wo Migranten kaufen. Nein, einiges gelernt. Nationalratsständer. doch, das ist super. Und hoffentlich ihr etwas können lernen. In diesem Sinne, habt es uns gut. Schöne Zeit und bis bald. Merci. Ciao. Radio Supersachsen. Gspunus über das, dies und jenes. Loset gut zu. Radio Supersachsen. News, Lustiges, Walliser Wein und Spezialitäten. Und was sonst noch so läuft, wie hier und da, jetzt und loset.